Salli und grüezi miteinander. Leute, die Goodiebox ist angekommen. Und ich sag nur eins, ich bin nicht vorbereitet, nein, in einem wunderschönen grünen Design. Also wirklich, mir gefällt es total. Auch wenn ich sie zuletzt so verkleide, das ist aber einfach, dass das Ganze hier hinten, mein Arrangement etwas ruhiger wirkt, ist die wunderschön. Wunderschön. Sie ist sehr schwer, Leute, sehr schwer. Und ich würde sagen, ich öffne mal, ich habe den Flyer und ich hoffe, wie immer, dass der Barcode funktioniert. Das ist nämlich nicht immer gleich, leider. In letzter Zeit hat es zwar immer funktioniert, ich muss jetzt nicht reklamieren. So, Goodiebox, yes, I know. Gucken wir mal. Ja, es ist irgendein Riesenprodukt darin, Leute. Wenn ich es besser wissen würde, würde ich jetzt sagen, das ist was zum Trinken. So groß ist es. Ja, braucht wieder ewig zum Laden. Das ist auch immer so. Das heißt, ich mache mal das Krümelpapier hoch auf und zeige euch auch den Blick in die Box. Boah, irgendetwas, der Schweizer kommt durch. Irgendwas duftet auch wahnsinnig gut. So, Handy wäre ready, alles zulassen, okay. Unbox, der Classic One habe ich übrigens. The Spring Clean Box ist das. Der Monat März steht der Monat März steht für eine Zeit des Übergangs, der Hoffnung und des Neuanfangs. Es ist die Zeit, den Winterblues abzuschütteln, die Schönheit der blühenden Natur zu genießen und einen gründlichen Frühjahrsputz zu machen. Während du also alte Klamotten durchsuchst und Boden schlüpfst, vergiss nicht die abgelaufenen Produkte, die in deiner Schminktasche und in deinem Kosmetikschrank schlummern und die ebenfalls eine dringend benötigte Pflege verdienen. Denk daran, dass auch Schönheit ein Verfallsdatum hat. Wirf die alte Mascara, höchstens 3 Monate alt. Vielleicht brennt das wegen dem, nein. Ausgetrocknete Liner und Cremes, die schon bessere Tage gesehen haben, weg. Raus mit dem alten und rein mit den Reinigern, Seren, Masken, Cremes in deiner Box, die diesen Monat für deinen ultimativen Frühlingsputz da sind. Okay. Okay. Gucken wir mal, ne? Okay, das erste ist eine Face Mask von Canopy. Wunderschön, edel. Ist eine Full-Size-Größe, hat, wie viel Milliliter hast denn du? Oh, sieht wunderschön aus, Leute. Wunderschön. 30 Milliliter sind das und das hat einen Wert von 67 Schweizer Franken. 67 Franken. Produktbeschreibung. Diese verjüngerte Glycolic Superfood Gesichtsmaske ist für die wöchentliche Anwendung konzipiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Masken fühlt sich die serumartige Konsistenz leicht an. Sie enthält nährstoffreiche Inhaltsstoffe wie Grünkohl, Spinat, Brokkoli und Yerba Mate sowie AHA-Glykolsäure für ein sanftes Peeling, das die Poren verfeinert und einen makellosen Teint zum Vorschein bringt. Das klingt wunderschön, Leute. Haben wir zwar noch nie Spinat und Grünkohl aufs Gesicht geklatscht, aber why not? Also, why not? Das nächste ist von Thies. Ich wähle es mal an. Sieht so aus. Und ist ein Eyeshadow. Und das ist eine Full-Size-Größe. Logisch, sieht auch so aus. Und kostet 25 Franken. Leute, ich packe es mal aus. Von Thies, ich weiß jetzt gar nicht, Lippenpflege eigentlich. Die Innenverpackung sieht auch so stylisch aus, Leute. Und innen? Ist gut verschlossen, sage ich schon mal. So. Ja. Ja. Jetzt ist das komplett überbelichtet hier gerade. Und sie fokussiert mich, die Kamera. Ich habe hier einen goldigen und ein sehr dunkles Braun. Naja, kupfrig, Entschuldigung. Ja. Ich muss es testen.
Es ist nicht ganz mein Geschmack, aber da ich noch nie was von Thies hatte, auf den Augen glaube ich zumindest, bin ich sehr gespannt und würde ich sagen, kommt ins Fullface irgendwann dann. Genau, ja, mehr brauche ich glaube ich zum Produkt nicht vorzulesen. Ich habe noch von Symbiosis, das hat mir, also Symbiosis kennen wir durch die Goodie Box, das ist auch eine Full-Size-Größe, sprich, wir haben hier 50 Milliliter. 89 Franken, Leute. Wahnsinn. Und was bist denn du? Oh, ein Exfoliating Cleansing Gel. Also ich muss vorlesen. Wir haben hier, entdecke die transformative Kraft des Enlightening Exfoliant Cleansing Gel. Hat super geklungen, ich weiß. Die sanfte, aber effektive Formel entfernt mühelos überschüssiges Öl, Schmutz und Make-up und sorgt für einen Teint, der sich heller anfühlt und strahlend aussieht. Okay. Angereichert mit wirksamer Mischung aus aufhellender weißer Pfingstrose und peelendem Peel Moist, glättet es Falten, spendet Feuchtigkeit und revitalisiert. Der ideale erste Schritt einer Hautpflegeroutine. Jetzt muss ich kurz lesen. Okay. In kreisender Bewegung auf der Haut einmassieren. Das heißt, es ist wie eine Waschseife quasi. Jo. Jo. Ja, gefällt mir. Dann der Riesen-Oschi, den ich getrunken hätte. Nein, wenn man das Produkt sieht, dann ist schon klar, es ist ein Riesending von Micellenwasser. Jetzt ehrlich, Leute. 500 Milliliter. Und was, das hat nur einen Wert von 4 Franken. Make-up Remover. Ja, klar, braucht man. Aber dieses... riesig. Diese Micellenlösung ist revolutionär. 4 in 1 Make-up-Entferner, der deine Haut gründlich reinigt, ohne sie auszutrocknen. Mit Micellen winzige Tensidpartikel entfernt sie effektiv Make-up vom Gesicht und Lippen und bewahrt gleichzeitig die Hautfeuchtigkeit. Dermatologisch getestet für eine sanfte und dennoch gründliche Reinigung ist es deine erste Wahl für einen erfrischenden und verjüngenden Teint. Das letzte Produkt und dann ist meine Box leer. Mit einer Fußsocke. Gut, muss ich jetzt bald machen. Bei mir startet nämlich schon bald die Barfußsaison, sage ich so. Und dann hat man gern gepflegte Füße, aber man trägt auch nicht gern solche Socken. Und die sind von Mikra. Mikra kennen wir auch, unter anderem auch durch die Box. Das kostet 12 Franken, hoher Preis für eine Einmalanwendung, wenn man es sich so überlegt. Eine Silky Foot Peeling Maske. Und diese bemerkenswerte Fußpeeling Maske ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet. In nur 30 Minuten Anwendungszeit entfernt sie effizient abgestorbene Hautzellen und sorgt für glatte und verjüngende Füße. Mit zusätzlichen Aminosäuren, die die Hautzellen schützen und regenerieren, kannst du innerhalb von 8 bis 10 Tagen gesunde und erfrischte Ergebnisse erwarten. Ja, kann das Handy mal zur Seite legen. Also, Frühlingsputz quasi. Deshalb würde ich sagen, die Maske mit dem Grünkohl und Spinat von Canobi, schweineteuer. Bin ich sehr gespannt, sehr, sehr neugierig, wie das tut, ob es grün ist, I don't know. Also die darf definitiv bleiben, lege ich mal nach hinten. Den Tease Eyeshadow-Geschichte werde ich jetzt einfach mal testen, aber ob der bei mir bleibt, ich weiß noch nicht. Unter Frühlingsputz, ja, man darf auch gut aussehen, wenn man Frühlingsputz macht, aber ist es nicht gerade Make-up für mich im Vordergrund? Aber eine Gesichtsreinigung ist sehr wichtig, besonders wenn du hier lange gearbeitet hast. Und zwar von Symbiosis London. Finde ich auch schön zum Ausprobieren. Auch das darf bestimmt bleiben. Ja, das Riesen-Micellenwasser, ich finde es Wahnsinn. Einfach 500 Milliliter. Leute, das ist beinahe größer als mein Kopf. Ich weiß nicht. Ich werde es testen und sicher auch behalten, aber. Mich frustriert das, wenn dann Produkte so lange offen sind. Klar, das ist 12 Monate haltbar nach dem Öffnen, aber dann steht das Produkt so lange rum und wird richtig speckig und ja,
I don't know, meckern auf hohem Niveau, ich weiß. Die Fußsocke ist so eine Peeling-Geschichte, also da muss ich Gas geben, wenn ich das jetzt noch nutzen möchte. Es ist aber noch bis 2025 gültig. Werde ich mal schauen, ob die noch in Anwendung kommt dieses Jahr. Aber ich fand's eine schöne Box. Sehr schön eigentlich. Und auch ein schönes Motto. Und ja, gute, gute Box. I like it. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch von Herzen alles Gute, alles Liebe und seid ganz einfach. Tschüss.